Bratans, Bratinas, Batuchas, danke an alle, die eingeschaltet haben heute. Wir sind hier alle zusammen für eine gute Sache. Wir unterstützen auf jeden Fall die Ukraine mit Spenden. Und für Leute, die vielleicht kein Geld übrig haben, um zu spenden, so ist es auch wichtig. Sachspenden sind wichtig, Kinderspenden sind wichtig, weißt du, gerade so Babynahrungsmittel, Windeln und sowas. Ja. Diese Aktion über betterplace.org ist geprüft. Viele Künstler unterstützen die, ist von Agenturen auch alles abgecheckt, ist alles safe, ist eine Nothilfe. Geld kommt sofort da an und zwar genau für die Sachen, die dort gerade gebraucht werden. Kapi, der Junge, hat mich gefragt, ob ich hier hinkomme, ob wir sowas machen. Kontra K ist noch da. Für mich ist selbstverständlich. Ich fand es einfach geil, dass wir das hier gemacht haben. Dankeschön an alle, die, Jungs, genau, ey, wie gesagt, ja, bereits. Dankeschön an alle, die gekommen sind, meine Brüder, oder? Kontra K noch nie ein Twitch-Livestream gesehen, kennt er gar nicht. Stelle für den Opa-Modus, aber auch nicht. Ich lerne das sehr schnell, die Jungs unterstützen mich hier und ich unterstütze die Jungs. Freiheit für alle, Bruder, Freiheit, Frieden für alle Menschen. Wir können jetzt einfach jetzt in diesem Moment etwas bewirken und wir versuchen es. Wir geben unser Bestes, egal wo die sind. Bruder, es sterben Russen, es sterben Ukrainer, es sterben tausend andere Leute. Jeder Mensch, der stirbt, ist einer zu viel. Richtig. Und das Ding ist, dass wir, egal, morgen kommt noch was anderes, egal, jeder Krieg ist scheiße, ja? Weil auch viele sagen, ey, jetzt auf einmal ist die Solidarität da. Das stimmt nicht. Die Solidarität ist bei jedem Krieg da. Richtig. Jeder scheiß Krieg ist einer zu viel. Und jetzt ist es an dem Punkt angelangt, wo es auch einfach nochmal greifbarer wird. Wenn ihr alte Klamotten habt, die noch man anziehen kann, die warm halten, schickt die nach Ukraine, weil die Leute kommen da gerade nicht klar, Alter. Das ist wirklich total Schaden, ja, so. Ey, krass! Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für eine Mischung hier ist, ne? Ja. Die besten Deutschrapper, alle heute hier. Lass ihn nicht hängen, sonst muss ich ihn nicht. Lass mich nicht hängen hier, Knossi, Bruder. Kontra K kam mit der Idee, einen Song für Ukraine zu machen. Ein Song, wo die Einnahmen alle gespendet werden. Das Ding wird morgen oder übermorgen kommen. Wir haben dort noch einen Link an alle Kriegsgebiete, weil generell Krieg ist scheiße. Ja. Wir jetzt nicht nur sagen, ey, es ist einer bevorzugt oder nicht. Es ist gerade ein aktuelles Kriegsgebiet, was bei uns um die Ecke ist. Okay, wir sind ein bisschen privat davor eingenommen, weil es halt wirklich Familie betrifft. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt sagen, ey, nur dafür, sondern wir setzen uns morgen mit dem Song für alle Kriegsgebiete ein. Für Jemen, für Afghanistan, für Syrien, für egal wo, ja. Komplett egal, die Caritas spiegelt alle Gebiete ab. Und wir geben alles dorthin ab und wir verteilen es gleichgerecht auf dorthin. Nicht, dass die Leute sagen, wir sind nur hier in einer Richtung. Ja, nein. Jeder braucht Krieg Hilfe. Krieg generell ist für den Arsch. Die ganze Welt ist gerade am Arsch, Alter. Farid, mein Bruder. Was geht ab, Jungs? Wie geht's? Bruder, jetzt, ich wollte sagen, Bruder, wir sammeln gerade Spenden für die Ukraine. Willst du auch was sagen dazu, Bruder, jetzt? Du bist live. Pass auf, nicht die Nummer lecken. Lecken. Leute, spendet Geld, ich spende auch was. Ich spende auch euch was. Bei uns brauchst du nichts spenden, Bruder. Wir spenden mit dir. Lass uns auch alle zusammen mal spenden und ihr macht hier geile Aktionen. Ich habe das heute gesehen. Finde ich richtig geil, was ihr macht. Starke Aktion. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, an alle Zuschauer, lasst uns den Leuten da helfen. Ich helfe euch auch. Also wir helfen alle gemeinsam. Nicht ich helfe euch, sondern lasst uns auch, wir nicht nur die Zuschauer, sondern ihr auch als Künstler. Und ich bin auch dabei und dann machen wir was Geiles. Guck mal, 700.000 Leute, ey. 700.000 geknackt. Ey, 700.000! 700.000 Euro, Bruder. Das musst du dir mal vorstellen, Alter. Ey! Bratanz! Komm, krass, was bist du denn los, Alter? Komm, krass, krass, du gleich zum Kuss, Alter. Stark, Bruder, stark. Leute, wirklich stark. Live. Massiv, auch eine krasse Aktion. Der fährt gerade mit Bussen, der schreibt mir gerade. Echt? Ich rufe den jetzt an. Schaut mal, der erzählt euch jetzt, was der macht, ja? Wir haben seit vorgestern beladen. Komm her. Warte. Wir haben acht Busse organisiert, die vollgeladen haben mit Stiefel, mit Kleidung, mit Medikamente, mit alles drum und dran. Also 8 bis 9 Reisebusse. 8 haben wir 100%. Einer stößt noch dazu in Polen. Krank. Okay. Fahre ich gerade an die Grenze zu Polen und da steige ich dann auch in den Bus ein, da lasse ich mein Auto neben Dresden stehen und dann fahren wir weiter. Wir sind heute von Hamburg losgefahren. Und dann gibt es auch schöne Aufnahmen, dass die Leute sehen, dass wir nicht nur für unsere Herkunft und Menschen aufstehen, wir stehen für alle auf. Es gibt stark, keinen Unterschied. Stark. Schreibt massiv, wenn ihr helfen könnt, schreibt ihm. Stark, Bruder. Monster, Bruder. Du bist ein Monster, Bruder. Sehr stark, Bruder. Wir haben ein großes Lager aufgebaut zwischen Lüneburg und Hamburg. Da werden wir alle Leute unterbekommen mit sehr schönen Betten und alles drum und dran. Da ist erstmal für alles gesorgt. Gott hat mich beschenkt und ich werde niemals auf die Idee kommen, geizig zu werden, Bruder. Amen, mein Bruder. Und dadurch bekommst du Gesundheit, inshallah, weil das ist das Einzige, was uns bleibt. Gesundheit, Liebe und Familie. Das waren massiv seine Worte. Ey, die größte Props heute gehen an ihn.
Danke, Bruder. Vielen Dank. Von Herzen. Joko hat geschrieben, er ist gerade San Francisco. Er dreht, geht auch später. Ja, und? Er hat geschrieben, geht nicht. Nochmal. Weil ich? Warum gehe ich jetzt mit Joko? Zeig die Nummer nicht. Du bist der Sympathischste von uns. Ja, ich zeig das Handy. Nicht das Handy. Alles okay, alles klar. Ich zeig euch Knossis Nummer, wenn ihr 10.000 Euro spendet. Das ist Jokos Nummer, Alter. Wir zeigen euch Jokos Nummer, wenn ihr 10.000 Euro spendet. Jetzt sofort. Wir lecken alle Nummern, Alter. Ey, warum? Warte, ey, ich komme jetzt zum Bredouille. Joko, Alter, was geht ab? Joko, was geht ab? Was geht ab? Joko, ey, Bratan. Ganz kurz, ich moderiere das kurz an, warum wir hier alle sitzen, ja? Pass auf, wir sitzen gerade in einem Livestream und sammeln Spenden für die Ukraine. So, wir haben in ganz kurzer Zeit sehr viel gesammelt. Massiv fährt gerade auch rüber mit Bussen. Und wir suchen jede Unterstützung und rufen alle an, die wir kennen. Möchtest du kurz 20.000, 23.000 Leuten was sagen? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich befinde mich tatsächlich in den USA. Für mich ist das alles total absurd, weil alles das, was immer tagsüber passiert, hier dann morgens für mich in den News aufbereitet ist. Ich glaube, mir geht es wie allen anderen auch, dass mich das wahnsinnig auffühlt, mir irgendwie Angst macht und ich nicht so richtig weiß, wie man da umgehen soll und das Gefühl habe, das Einzige, was wir gerade alle machen können, ist helfen. Ich mache es die ganze Zeit auch, dass ich irgendwie alles teile, was ich irgendwie auf Social Media finde, was irgendwie sich richtig und gut anfühlt, dass man da vor allen Dingen auch nicht immer dann sich sofort das Erstbeste nimmt, sondern auch kurz mal selber schaut, was davon ist, wirklich substanziell etwas, wo sich nicht jemand gerade noch irgendwie an der Situation bereichern will, sondern dass man da wirklich gute Sachen raussucht und die dann teilt. Und ich bin vollkommen bei, ich finde es mega, dass ihr euch da zusammenfindet gerade und Geld sammelt, weil das ist, glaube ich, alles, was wir gerade machen können. Helfen, wo wir können und einfach hoffen, dass es wieder bessere Zeiten geben wird, weil das ist keine Situation, in der die Menschen da leben müssen und das ist aber auch keine Situation, in der viele andere Menschen an den Außengrenzen Europas generell leben müssen. Wir müssen enger zusammenrücken und wir müssen mehr zueinander finden, weil nur so, glaube ich, ganz ehrlich, werden wir eine Chance haben, dass diese Welt in irgendeiner Art und Weise, wie wir sie erleben durften, weiterhin bestehen kann. Joko, wow. Dankeschön. Joachim, das war's. Wir hören auf, dich zu nerven. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Sorry für die Störung. Viel Erfolg. Also auch, dass wir diese Menschen gerade alle anrufen. Wir haben mit denen gar nicht, mit den meisten privat nicht so viel Kontakt. Auch wenn wir uns jetzt die ganze Zeit miteinander austauschen, unsere Frau miteinander rumhängen, ist eine Sache. Aber das Geile ist, dass Menschen, die eigentlich manchmal irgendwie wegen irgendwelchen berufsbedingten Sachen Antipathie eigentlich haben, aber plötzlich alle zueinander finden. Das heißt, es gibt in jedem Schlechten auch was Gutes, Alter. Lass uns dieses nutzen und das bisschen Gute wieder größer machen zu dem, was es ist und uns nicht auseinander dividieren. Olli, mein Lieber, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe einen kleinen Überfall auf dich vor. Hast du ein Ohr? Nur ein paar Worte. Gleich. Hey, Olli Schulz, ich bin Knossi, über den du dich immer lustig machst. Hey, Olli Schulz, ich bin Kapi, was geht da? Hey, Olli Schulz, ich bin Kalle, ich komme aus Neukölln. Was geht da? Der Typ hier hat mir, der Typ hat mir Liebe entgegengebracht, wo das keiner gemacht hat. Deswegen seid lieb und der ist verdammt in Ordnung. Ich übergebe dir die Bühne, die Leute schauen dir zu. Hey Leute, ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich weiß, da ist ein ganzer Haufen unseriöser Typen gerade, der euch vollquatscht. Deswegen mache ich mal ganz kurz hier die Stimme. Ich weiß, Knossi ist ein komischer Vogel, aber er hat ein gutes Herz. Die anderen auch alle. Und ich vor allem. Was gerade passiert, ist richtig scheiße. Mal jetzt Hand aufs Herz. Ich ziehe mir jeden Tag die Nachrichten rein. Und es ist vor allem unschuldige Menschen, die gerade kein Geld haben, die gerade flüchten aus ihrem Land. Und jeder Pfennig, jeden Taler, den man jetzt raushauen kann, ist irgendwie eine kleine Hilfe. Auf alle Fälle. Hoffen wir alle, dass der Krieg bald vorbei ist. Das ist nämlich eine Sache, die uns alle hier wirklich betrifft gerade, weil es in Europa stattfindet. Das sind unsere Nachbarn, das sind Menschen, die gerade echt flüchten. Und ich hoffe, ihr seid alle bereit, einen kleinen Taler zu spenden. Dankeschön. Dankeschön, Bruder. Mega. Vielen Dank. Das bedeutet uns sehr viel. Rohat hat 1.000 Euro gespendet. Wow, Rohat. Bruder, vielen Dank. Kalash Batucha, wir kommen vorwärts. Ja, Bruder. Die Leute bekommen was ab, Bruder. Ich bin glücklich, Bruder. Gustav von Tokyo Hotel. Hallo, mein Lieber. Der ist, glaube ich, auch in der Ukraine und hilft vor Ort. Nein. Wow. Gustav, bist du dran? Ich bin dran, ja. Du bist gerade live bei 23.000 Menschen, 24.000. Hier sind Capital Bra, Contra K und... Kalash. Danke, dass du meinen Namen hast. Doch, weißt doch, Alter. Kalash. Knossi wusste schon immer, mit welchen Gästen er zusammen abhängt. Das ist völlig... er selektiert sehr gut. Ja, er selektiert sehr gut. Wir spenden... Ja, naja, oh, das war sehr abwertend, mein Freund. wir rufen gerade auf zu spenden und du bist gerade live und hören dir sehr viele Menschen zu, die sind dich ja nicht. Kannst du irgendwem irgendwas sagen? Wir haben gerade wirklich mit dem International Search and Rescue Verband bzw. Organisation
gesprochen, die uns jetzt mal so ein bisschen aufgeklärt haben, was jetzt wirklich notwendig ist. Tendenziell muss man halt einfach sagen, dass die Leute, die jetzt gerade kommen, irgendwo 50, 60 Stunden schon auf den Beinen sind und wir haben irgendwo in der Nacht minus 5, minus 10 Grad. Es sind kleine Kinder mit dabei, es sind Schwangere mit dabei, es sind ältere Menschen mit dabei und die werden jetzt natürlich erstmal alle gesammelt und brauchen natürlich dann irgendwo auch so bestimmte Hilfsmittel und das sind natürlich tendenziell ohne Strom funktioniert gar nicht. An allererster Stelle stehen wirklich irgendwo Notstromaggregate mit allem Zubehör. Ob es jetzt neue Zündkerzen sind, ein Anreißseil, ob es ein Ölfilter ist, ob es ein Luftfilter ist, Sprit natürlich mit dazu, dass wir Kanister haben, dass wir Schlafsäcke haben. Und die wo seid ihr denn? Sollen wir euch morgen an die Grenze jemanden schicken? Wir gehen morgen dann in die ganzen Baumärkte und kaufen alle Generatoren und Benzin auf. Wollt ihr sowas haben? Ey, Luni, Bruder, danke dir für alle Subs, Bruder. Er sagt gerade Bescheid, was wir alles brauchen. Wir werden morgen losgehen. Alles, was wir hier verdienen mit diesem Stream, wir nehmen dieses Cash morgen und gehen damit morgen einkaufen. Wir gehen damit morgen einkaufen und wir... Das ist auf jeden Fall zu krass. Überkrass. Gustav von Tokio, der hat einfach so angerufen. Überkrass, Bruder. Weil er gerade da, der ist gerade dort. Ja, das ist, Bruder, ich gebe ihm meinen größten Respekt, Bruder. So, ey, wie kann man das kleiner machen? Weißt du das, Bruder, jetzt? Ja. Ich kenne mich leider noch nicht so bei Twitch aus. Ich erkläre ihm doch alles, natürlich. Er erklärt mir alles. Ich küsse dann noch. Nein, wir gehen auch mal zusammen online wieder. Ja. Machen geht ja RP, wir spielen ja beide, aber ich bin noch nie da getroffen. Ja, er muss mal Theo von Alge kennenlernen. Stell dir vor, Chat. Stell dir vor, irgendwas geht bei dir, Junge. Bam! Wir spielen das auf jeden Fall zusammen. Und es ist ganz relaxed hier und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Bis jetzt. Ich schwöre, ich habe kein Messer im Rücken gehabt bis jetzt. Alter. Alles gut. Mir geht's gut, Mama. Wird auch nicht passieren. Haben wir die E-Mail-Adresse? Welche E-Mail-Adresse? Die E-Mail-Adresse, wo Leute die helfende Hände haben. Ja, haben wir doch schon gepostet. Haben wir sie, wir müssen sie immer wieder posten. Dann poste sie nochmal, weil ich habe keine Ahnung von diesem Technikgedöns. King Dutschbeck. Der macht das im Chat. King Dutschbeck. Immer nur King Dutschbeck. Wer ist King Dutschbeck? Moderator und Top. Aber wer ist denn das? Dominik heißt er. Dominik. Ey, ich fühle mich so scheiße, Alter. Das war an der Stelle. Ich war noch nie in dem scheiß Twitch-Stream und jetzt kommt hier King Dutchback Mod, dies, das, dies. Einer wird gebannt, Mann. Bam. Und ich komme hier gerade rein, weißt du, aus dem. Ich darf ja gar nicht sagen, wo. Ich wollte gerade sagen, wo ich bin. Ey, das ist so geil auch. Weil für dich auch eine neue Welt. Aber wie ist das, wenn so eine Chatbox jetzt so durchrattert? Nein, ich finde es schön, weißt du, aber ich finde es krass. Wir haben 26.000 Leute. Das ist wild. Ich kann gar nicht mal. Ich bin zu alt. Ich habe zu viel geboxt. Meine Augen kriegen gar nicht mehr mit, was dort alles steht. Ufo. Ich habe Ufos Nummer nicht. Ich frage Kontrakt, hast du schon mal einen Livestream bei Twitch geguckt? Was? Nein. Was erzählen die hier? Hosten, boosten und so. Einfach geil. Bruder, jetzt guck mal, wir sammeln gerade Spenden für die Ukraine. Willst du den Leuten was sagen, Bruder? Bruder, ich beteilige mich auf jeden Fall. Was denn? Ich spende 10.000 Euro und Flossi auch. Okay, beide Zehner? Natürlich, Alter, natürlich. Alles klar, Bruder, Herz. Und du auch, Bruder. Perfekt, haben wir gleich. Okay, Bruder, Herz, ich bin dabei. Sag mal den Leuten noch was, den Leuten. Liebe Grüße, fühlt euch gedrückt und alles für den Frieden. Alles für den Frieden. So sieht's aus. Alles für den Frieden. Montana, ey, Black, dran geht, Nossi hat den gerade angerufen, der ist gerade beschwert. Ey, Mesut. Mesut? Messer-Mesut? Mesut, warte mal. Von früher der? Nein, Mann, Mesut. Mesut, Berliner? Ja. Ich kenn nee, aber von Paul, von früher, von den DVDs und so. Agro Berlin, da weiß ich das. Messer-Mesut. Ja, Messer-Jocke, Messer-Mesut, Alter. Kennst du ihn? Ja, kennst Karate an, die auch? Ja. Was? Ja. Paul, erzähl doch mal schon mit Kool Savas von früher. Okay, da sitze ich da und höre und lausche. Giovanni Zanella! Ja! Hier, alle da, Kapital Bra! Kontra K! Ja! Warte, er ist nackt! Er ist nackt! Bruder, Giovanni Zanella ist nackt! 30.000 Menschen gucken gerade zu, wir sind im Livestream für die Ukraine. Bruder Herz, guck mal, ich kenne dich noch damals von Broses. Schau mal, wir sind hier mit den Brüdern gerade. Wir sind gerade mit 30.000 Leuten live. Wir haben ungefähr 30.000, 40.000 Euro gerade an Spenden gesammelt für Ukraine. Möchtest du etwas sagen? Lass, ich würde gerne Taten sprechen lassen. Ich würde um 5.000 Euro erhöhen. Yes! Yeah! Alter, Giovanni Zarella, Alter, der Echte! Stark. Dankeschön, mein Bruder. Stark, sehr, sehr stark. Ihr seid ehrlich die Besten. Mann, Dankeschön. Ey, Bruder, Dankeschön. Vielen Dank, Bruder. Hier könnt ihr spenden. Bester Mann, geschickt. Ja, Butterplace, Bruder. Genau, den Link immer schön reinballern. Meine Frau hat zu mir als erstes gesagt, nicht mal ich kam auf die Idee. Sie hat gesagt, ey, Schatz, es flüchten gerade Leute von Ukraine nach Deutschland.
Ich will Flüchtlinge aufnehmen, die Kinder können bei uns schlafen und so. Boah, krass. Ich schwör, sie ist von alleine zu mir gekommen und sie ist eine Deutsche. Also ich bin mit meiner deutschen Frau zusammen. Ja? So, ja, ja, schon seit 8 Jahren, Bruder, jetzt. Also so, wir kennen uns seit wir 12 sind, Bruder. Boah, schön, aber. Also, ey, so Traumbeziehung, gell? Was heißt doch, aber wirklich, ja, wie ein Märchen. Bruder, wir haben uns kennengelernt schon lange, so, du weißt so, Bruder, jetzt ist für mich meine Frau, sie hat mir 3 schöne Kinder geschenkt, Bruder, jetzt so, ja, nee, so, was soll ich sagen, Bruder, weißt du, ich meine? Schön. So, wir sind seit 8 Jahren verlobt, glaube ich, wir müssen bald heiraten. Seit 8 Jahren verlobt? Man, wartet sie auf dich? Wir haben uns bald verlobt. Ja, ich habe Angst, erwachsen zu werden, kennst du das? Ja, klar, Alter, ich kenne das auch. Ich habe ein bisschen noch, so ein bisschen Muffensausen, erwachsen zu werden, aber sonst, ja, Mann. So, muss ich das, bald komme ich nicht mehr drum rum. Du Romantiker, hä? Warum Romantiker? Du bist ein Romantiker, hä, Kleiner? Ist doch schön, ist doch schön, ist doch süß. Ich will auch spenden. Ey, Leute, spendet auf jeden Fall alle. Die brauchen unsere Hilfe, was da abgeht, ist absolut. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ist jetzt seit 6 Tagen ging das los, immer noch sprachlos. Brauchen komplett unsere Hilfe. Das heißt, wenn irgendjemand helfen kann, selbst wenn es nur ein kleiner Betrag ist, wie 2 Euro oder so, haut es rein. Trimax, ein Mann mit Ehre. Bruder, ein Mann mit Ehre. Ich bin Herz. Dankeschön, mein Bruder Herz. Schöne Grüße. Ey. Wir sehen uns, Bruder, mein Bruder. Alter. Dankeschön. Walla, dankeschön. Danke dir vielmals. Özi, mein Bruder Herz. Salam alaikum, mein Bruder Herz. Ich küsse deine Augen. Bruder Herz, wir sind hier gerade. Die hören gerade 30.000 Leute, damit du Bescheid weißt, ja? Ich mach das. Wie viel? 30.000 Sound. Und Bruder, jetzt wir rufen zu Spenden auf für Ukraine, für alle Kriegsgebiete, für alle Menschen, die gerade unterdrückt werden und wo Hilfe gebraucht wird. Wir haben die Seite schon gecrashed, ja. Gerade, also die aktualisiert nicht mehr, wir haben sehr viel gesammelt. Guck mal, wir sind bei 7. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, was du dazu sagen möchtest oder was du den Leuten sagen möchtest, wäre sehr wertvoll, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ja, du möchtest. Oder ich will einfach Weltfrieden. Ich küsse deine Augen, Bruder. Özil, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Bruder, jetzt danke schön. Vielen Dank, mein Bruder. Gerne. Kapi, wir telefonieren dann. Ich mache schon mal auch Spende, helfe ich euch auch gerne. Ich küsse deine Augen, mein Bruder. Wow. 722.000 Euro, Bruder. Wow, Bruder. Stark. Was haben wir da? Ich fange mal bei einem an. Lass mich mal die Mark anrufen. Immer aufpassen wegen Handynummer, ne? Wenn du umdrehst, ist er verbraucht. Sag doch mal. Habe ich alles schon erlebt? Ja, Mensch. Contra K, guter Typ. Ich hab auch mal eine Handynummer gepostet in einer Story, das ging auch richtig nach hinten los. Das ist auch beim Song posten so. Ist mir alles schon passiert. Die Leute, hey Leute, auf jeden Fall, spendet sehr gerne, ne? Also den Leuten muss auf jeden Fall geholfen werden. Und ja gut, ey, wirklich, den Familien, gerade den Kindern und so, muss da auf jeden Fall geholfen werden. Und ich finde es auch extrem geil, was da gerade auch passiert. Massiv ist ja auch gerade da am Machen und Tun und so. Ja, Mann. Und, viel Liebe von uns. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass den Leuten, die da gerade, denen es da wirklich nicht gut geht und so, ne? Das ist wirklich gerade momentan sehr erschreckend. Da kriegt man wirklich auch Gänsehaut. Ich hoffe, dass das alles ganz schnell vorbeigeht und helfen ist immer gut, gerade jetzt in dieser Situation. Und an euch Jungs, ne? Ganz großen Respekt, Contra, Kalash, Bra. Die Jungs, ich bin nur hier rein. Wir sind viel, viel Liebe von uns. Ja, dankeschön. Ruf Mario Barth an. Jetzt holen wir alle raus aus dem RTL-Keller, Alter. Hol sie raus, Mann. Guck mal, und wie gesagt, lass wirklich. Lass mal unten richtig Richen finden, Mann. Was ist denn hier mit den richtig Schwergewichten, Alter? Wen denn? Wen denn? Hä? Erzähl mal. Sido. Haben wir schon, oder? Sido hat das schon reingeballert. Der geht nicht mehr. Günther Jauch, Alter, hab ich nicht. Also, Nummer. Warum kommst du dann mit der Ding? Das ist wie Schokolade durch die Scheibe lecken. Günther Jauch, willst warum du mal, macht man sowas? Günther Jauch, der Telefonjoker. Der Telefonjoker ruft dich an, ja! Mario Barth ruft an, Achtung! Mario! Warte! Mario Barth, hallo! Mario, du bist live! 30.000 Zuschauer! Achso, okay, dass ich deine Vorlieben nicht erzähle. Ja! Nein, die darfst du ruhig sagen! Die darfst du sagen! Ey, pass auf, wenn du sagst, wir sind live, als erstes hast du einfach Angst, dass ich Informationen preisgebe. Richtig! Ey, hier sind Capital Bra, alle da! Was geht da, Bruder? Danke, hoffe, dass du meinen Namen wieder vergessen hast. Kalash, Alter. Contra ich weiß nicht. Ich hab Contra K nicht gesagt. Ich hab gesagt, ich hab mit der Bra alle da. Ist aber auch egal. Kalash, bist du ein Monster. Bruder, sag dir mal, was abgeht. Sag dir mal, was abgeht. Pass auf, Bruder, hör zu. Ich bin's, Kapi. Ich weiß nicht, ob du mich kennst. Ich mach Musik und so. Und, aber ich mache hier Dings. Wir machen gerade eine Spendenaktion für Dings. Ja. Für Ukraine. Und vielleicht willst du den Leuten etwas sagen, warum man spenden sollte.
Also grundsätzlich, ich kann auch gerne spenden. Korrekt, Mario! Pass auf, wir sind gerade da. Wir haben jetzt in der kurzen Zeit die Seite zum Clash gebracht und knapp 100.000 schon gespendet und Spenden gesammelt und spenden auch selber. Veröffentlichen morgen einen Song, der komplett, wo wir sogar die Universal dazu geknechtet haben, dass sie auf ihre Anteile verzichtet. es wäre wirklich schön, wenn du irgendwie ein, zwei Sätze hast für 30.000 Leute, die gerade zuschauen, egal was es ist. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht generell um Krieg. Es geht um Menschen, wir sind in einer Generation aufgewachsen, wo wir sowas gar nicht kennen. Wenn wir unsere Großeltern sprechen, dann wissen die genau, von was wir reden. Und das ist eine Situation, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Null. Ich beobachte das in den Nachrichten. Das kann man sehen. Wir regen uns auf, weil wir eine Maske tragen müssen oder weil wir irgendwo hin müssen oder weil irgendeiner fragt, was wir wollen. Alter, die haben Kinder, die haben die Frauen, die sitzen zu Hause, aber auch die Männer, und dann hörst du irgendwelche Sirenen, du weißt nicht, ob dein Haus getroffen wird oder nicht. Redet einfach mal mit euren Großeltern, die wissen genau, von was wir sprechen. Und wir müssen den Leuten auf alle Fälle helfen. Uns scheint wirklich die Sonne aus dem Arsch. Ja, Mario, Respekt. So Respekt, Bratan, ey, du bist der krasseste. Sehr, sehr stark, Mario, du bist der krasseste. Danke für deine Zeit, danke für deine Worte. Danke, das reicht, also Worte, jeder, Bratan, der was sagt, freut wirklich uns sehr. Danke, vielen, vielen Dank. Einen Applaus einmal. Mario! Stabil, Bratan, ich schwör's dich. Hast du Stefan Raabs Nummer? Nein, hör mal auf. Glossi hat die auch weiter. Hey, hat die Nummer bestimmt Raab. Ruf Stefan Raab an. Er soll sein Mann stellen. Er hat neue Nummer. Er hat neue Nummer. Ich wette, er würde auch was Schönes dazu sagen. 100%. Stimmt. Aber warte mal, ich schick dir jetzt mal ein paar Nummern vor. Ich schick mal ein paar Nummern durch, Alter. Jawoll. Mario. Ich bin Skapi. Ich will dir einmal sagen, von mir aus, ich bin ein großer, sehr großer Fan von dir. Du bist der krasseste Bruder. Ich kenne ihn doch. Bruder, willst du mir was von Mario Bart erzählen? Ich war 7 Jahre, ich hab ihn geguckt. Lass mal, ich kam nach Deutschland. Ich alles klar. Lass mal deine Bruder, Bruder, hast gehört, Alter? Idol bist du. Du bist ein Idol. Bruder, ich kam nach Deutschland, ich wusste, wer du bist, Bratan. Du warst der krasseste, du hast die alle verarscht, Digga. Ich hab mich immer totgelacht. Davy Selke ist da von Hertha. Endlich. Und ich würde dir mal ganz kurz das Mikro lassen. Kapi ist hier, Kalasch ist hier, Knossi ist hier. Was geht da, Bruder? Ich dreh dich jetzt um. Du bist live bei 30.000 Leuten. Das Mikro gehört kurz dir. Ja, wir haben heute auch schon mit meiner Frau Elbin waren wir beim LKW, der auch heute in die Ukraine geht. Wir haben Sachen gespendet, wir haben Essen gebracht, wir haben alte, warme Klamotten gebracht, auch für die Leute da. Krieg ist keine Lösung. So, und vor allem auch die ganzen unschuldigen Menschen, an die sollte man denken. Wir sollten alle für Frieden kämpfen. So. Und deswegen feiere ich eure Aktion sehr, sehr krass. Ich beteilige mich natürlich auch. Ist gleich mit Max. Ich werde auch was dazu beitragen, natürlich. Und Dankeschön, Bratan. Du bist der beste Bratan. Ja, 740.000, Bratan! Wir sind bei 740.000. Hey, Jungs, ihr seid abnormal. Das Mikro gehört mir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Helft, wo ihr helfen könnt. Mehr kann ich gar nicht sagen. Wo ihr helfen könnt, ob es jetzt Spenden ist, ob es Geld ist, ob es Kleidung ist, ob es Essen ist oder irgendeine Hilfsorganisation. Helft, wo ihr helfen könnt. Nicht irgendwie die Welt verrückt machen mit gewissen Postings. Hört auch nicht zu viel auf gewisse Postings. Macht nicht zu viel Politik im Internet. Ja, Mann! Stark, sehr stark. Mehr kann ich nicht sagen. Das sehr reicht doch schon, Bruder, ey. Von uns gesagt. Sehr viel Liebe, Flying Uwe, Respekt, vielen Dank. Sportlicher Respekt, Mann, Fairness, Werte, sowas. Danke, Uwe, Alter. Von uns, Dankeschön, danke von uns. Danke, Bratan. Größten Respekt, danke kurz, dass du dir zeigst, was Sport machst. Boah! Schmuller, ja, einmal zu spät. Der ist ja fast auf die Schürze. Wen sollen wir noch anrufen? Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Türklinke abgebrochen wurde und wir jetzt hier in einem ewigen Livestream sitzen. Ich werde mit dir, schaffe ich. Aber irgendwann wird einer gegessen werden. Hä? Ja, wir haben hier keinen Nahrungszufuhr. Wie, einer wird gegessen? Ja, wir fangen erstmal mit dem Mikro an, dann so und dann wir spielen uns hoch. Help. Gibt's nicht dieses Zeichen, wo man... Dieser Handshake bei Tom Cruise. Ja, bitte. Kapi ruft Zawasch an, komm her, setz dich. Ah, es ist 22 Uhr, da gehen ältere Menschen noch an. Alter, Shots fired. Distrack kommt, Alter. Ey, ich sag grad die ganze Zeit, wie alt ich bin. Ich weiß nicht mal, was Mod und so heißt. Ja, also lass mal diese hier Boomer-mäßig, kann man sich untereinander... Mario Bart 5000 Euro raus, schreibt er gerade. Bruder, Mario Bart 5000 Euro raus, was geht an? Ey, zeig Handy nicht so, Alter. Achso. Und ein paar Ehrenplätze. Ja, weiß ich doch nicht, Bruder, Mann. Dann gib mir das Handy nicht, Bruder.
Ja, so auf eigene Gefahr losgegangen. Geht nicht ran, Alter. Kriegt jetzt naja, wahrscheinlich Anrufe. Warum auch, wenn er jetzt 100 Anrufe kriegt? Ey, Savasch, was soll ich machen? Warte, Palina, du bist auf Lautsprecher. Hallo, hörst du mich? Hallo an alle 30.000. Also mit euch dreien dann noch. Seid ihr zu dritt, zu vier, zu fünf? Zu viert, wir sind. Knossi. Hier ist Knossi, Kontra K, Kalasch und meine Wenigkeit. Kontra K kenne ich, Knossi kenne ich noch nicht und Kalasch kenne ich auch noch nicht. Hi, Kapi. Kein Problem. Was geht? Hallo. Na? Hast du was dazu zu sagen? Willst du die Leute dazu ein bisschen voll ermutigen? Gut. Na, ich finde es total gut. Ich bin hier die letzten Tage einfach die ganze Zeit ja, am Telefon und am Helfen, am Organisieren, Fluchtwege finden. Grenze wow, hier wow, ist schon stark. Voll, Respekt. Grenze dort geht noch, wir organisieren die ganze Zeit, wir haben viele Freunde in der Ukraine, ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit und es sind Freunde und das ist, also was ich gerade, ich bin ja Russin und aus St. Petersburg ursprünglich und es ist herzzerreißend, die Menschen in Russland sind vollkommen fertig und können es nicht glauben, was gerade passiert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was sich hinter den Kulissen, was man halt über Nachrichten und Social Media einfach nicht mehr mitkriegt, was da eigentlich auch passiert. Es ist so schlimm, es ist wirklich schlimm und es tut mir so leid für die Menschen, was da gerade passiert und ich finde es so toll, dass wir uns hier alle so mobilisieren. Wir waren heute auch am Hallensee, da ist so eine Annahmestelle für die frisch angekommenen Flüchtlinge und es ist unglaublich, wie super organisiert diese sind, was die alles brauchen, von was die ganz viel haben. Wir haben heute ganz viele Sachen für Hunde gebracht, weil die Osteuropäer sind ja sehr, sehr und Katzen, also Tierheime in Odessa, in Kiew, die Leute, die geflohen sind und die Tiere nicht mitnehmen konnten. Also ich glaube, das ist wirklich alles zu unterstützen, ist gerade einfach so wichtig. Meine Frau ist auch Russin. Und am Ende gibt es keine Seite auf diesem Krieg, es gibt nur Verlierer. Richtig. Und das Schöne ist, dass sogar die Verlierer einfach am Ende alle zusammenstehen. Und es gibt keine Seite, es gibt nur Verlierer im Krieg. Ganz und toll. Es ist schön, dass alle was machen und von mir den größten Respekt. Das Schlimme ist, dass sich Hass auf Social Media immer auf alle ausweitet. Dabei ist nicht jeder gleich, weißt du, ich meine, wir sprechen dieselbe Sprache. Kapi, du hast das in dem Song wunderschön gesagt. Wir sprechen dieselbe Sprache und wir haben dieselben Gefühle. Vielleicht und eine andere Flagge, aber dieselbe Sprache. Und das ist, was ich meine. Und ihr könnt nicht irgendwelche Entscheidungen von diversen Leuten, deren Bankkonten dicker sind, als unsere Träume jemals waren, festnageln auf das, was wir eigentlich sind. Weil wir sind am Ende alle eins. Schneid dich, du Blut ist rot. Und der Himmel über uns allen ist blau. Oder grau, je nachdem. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt alle auch zusammenhalten. Seht mit dem Herzen. Guckt nicht mehr mit den Augen, guckt nicht mit dem Computer. Seht mit dem scheiß Herzen. Das ist das größte und beste und wahrste Auge. Wir schicken morgen auch nochmal von Loyal Athletics. Ich werde morgen bei uns anrufen. Das ist eine Berliner Annahmestation, die wir gründen. Könnt ihr da auch Sachen hinbringen. Wir schicken ganz viele Kartons von dort los mit einem eigenen LKW. Wie gesagt, wir laufen morgen los mit unseren Kreditkarten, lassen die brennen und werden nochmal wahrscheinlich ungefähr das ausgeben, was heute gespendet wird an Generatoren, wenn wir ganz Berlin leer gekauft haben. Hey, Sido! Bruder, danke dir nochmal vielmals. Jetzt bist du dran, mein Lieber. Stell dir vor, Paul würde RP machen. Ja, ey, Bro. Bro. Ey, Sigi. Ike und du, oder was, einander durchlaufen? Einmal. Was machen wir denn? Einmal. Was machen wir denn da, Sigi? Da sind wir denn. Wir machen eine Gang. Ja! Wir machen einmal eine Gang. Einmal musst du mitmachen. Okay, pass auf. Willst du den Leuten was sagen? Aktuelle Situation. Wir machen hier Spendenauf. Du weißt ja, wir haben vorhin schon telefoniert. Ich halte die Kamera und dann gehört dir die Bühne. Wenn Leute sich gegenseitig nicht einfach lassen, sein lassen, so wie die sind, dann habe ich immer ein Problem damit. Also Toleranz ist halt sehr wichtig. Lass die Leute alle sein, wie die sind und was die machen wollen. Ist doch egal, man muss doch sich mit den Leuten nicht abgeben, aber man muss die Leute sein lassen. Jeden. Und Krieg, Leute, bei Krieg geht es immer nur um Geld. Bei Krieg gibt es immer nur Gewinner. Also wir, und das sind normale Verlierer. Das normale Volk hat nie auch nur einen kleinen Anteil, außer dass sie sterben. Sonst ist der einzige Anteil, den das Volk hat am Krieg. Ansonsten profitieren nur ein, zwei Leute vom Krieg. Und das hat immer mit Geld zu tun. Sigi, du bist der Beste, Alter. Ich küsse dein Herz. Frieden für die Welt, mein Bruder. Vielen, vielen Dank, Sigi, Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Pass auf, ciao, mein Bruder. Mach's gut, ey, lass mal Gang gründen, Alter. Komm rein. Wie sollen wir heißen, Paul? Jetzt Name direkt. Die richtig miesen.
Richtig mies, was ist das doch? Ja, Bruder. Knossi versteht es doch nicht, Bruder. Das verstehen nur Berliner. Aber ich kenn Messer Mesut. Mit Lederweste. Ich kenn Messer Mesut. Einen hab ich noch für den Chat. Wer schuld an all dem Elend ist, würdest du gern wissen, dann folgt lieber der Spur des Geldes als dem Klang der Schüsse. Kontra, mein Bruder. Bei uns in der Gang, Bruder. 100%, Bruder. Mit dem langen Gandalf-Bart. Ja. Marcel? Jo. Wir sind live, ne? Dass du weißt, ich bin hier mit Capital Bra. Brata, was geht ab? Kontra K und Kalasch. Alles gut. Ich find's gut, dass ihr das macht und jeder, der einen Taler übrig hat, kann den spenden, weil es für einen guten Zweck. Uns geht's gut, unsere Mengen sind voll, aber bei anderen Leuten ist es nicht so und die freuen sich über sowas, ne? Gesagt, wie ja, ein Mann, mega. Bruder. Wie ein Mann. Ja. 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 Marcel, mega, mein Lieber. Ey. Vielen, vielen Dank, Montana. Wo bist du? Ja, das kommt jetzt ein bisschen doof, Digga. Ja, ist gut, dann scheiß drauf. Ey, dann viel Glück. Aber, aber wir haben schon gesagt, schau mal, Sido, Knossi, Capital, ich und Dings, wir gründen eine Gang jetzt. Bei GTA RP. Wir heißen die richtigen Miesen, bist du dabei? Die richtigen Miesen, das wäre doch sowieso so ein Ding, dass KW den ganzen Tag einfach nur gegen die BVB Chris. Nein, einfach so Kopfschüsse verteilen. Nein. Wir machen das mit Struktur und wir sind 7 OGs und alles. Waren Bücher da? Nee. Die Sonne lacht, Bruder, so ein Ding ist das. Alles klar, gut luck. Alles klar, lass euch gut gehen. Ciao, ciao. Warte, vielen Dank, ciao, ciao. Ciao, ciao. Männer, wir haben 760.000 Euro hier gerade auf der Uhr stehen. Ich wollte einfach nur sagen, ich bedanke mich vielmals bei jedem Einzelnen, der einfach nur hier reingeschrieben hat und auch ein Gebet gesprochen hat. Scheiß auf einen Euro, einen Cent, ein T-Shirt. Es geht auch einfach nur darum, dass der Gedanke bei den Menschen ist, die gerade Probleme haben. Wie ich schon 100-mal gesagt habe, es geht nicht um die Ukraine, es geht nicht um dieses und um jenes Land. Es geht um Menschen wie ihn, wie Contra, wie mich. Wir sind alle gleich. Wie du, der vor dem PC sitzt und auf dem Bildschirm schaut, wir sind nicht anders als du. Dankeschön an alle, die gekommen sind. Danke an alle, die rangegangen sind, die wir angerufen haben. Und ich schwör's euch, alles, was wir hier machen, machen wir vom Herzen. Wir wollen den Leuten helfen. Bei uns geht's gut. Uns geht's gut. Bei uns regnen keine Bomben auf den Kopf. Aber es gibt Menschen, wo es so ist. Und die haben nicht mal ein Akkuladegerät, verdammte Scheiße. Die können keinen erreichen. Ihre Eltern sind weg. Kinder weinen. Familien werden getrennt. Und das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht menschlich. Und lass uns einfach ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Lass uns menschlich sein. So, das waren meine Worte. Ey, Jungs, auch von meiner Seite. Ich habe schon letzte Woche auch im Stream gesagt, das ist für mich kein Zustand, dass Menschen sich überhaupt bekriegen, dass wir so irgendwie immer noch nicht so weit entwickelt sind, obwohl wir selbst denken, wie schlau wir doch alle sind, dass jeder immer alles kann, dass wir uns gegenseitig tot machen. Egal, da gibt es keinen Grund dafür. Es gibt einfach keinen Grund dafür, dass Menschen sich bekriegen. Es kann es einfach nicht sein. Und es muss ein Ende haben. Und weißt du, was mir aber das Gute gezeigt hat? Wir haben heute durch diese Aktion, ich weiß nicht, wie viel Geld wir gesammelt haben, weit mit dem, was wir noch gesagt haben, weit über 100.000 Euro, hat gezeigt, dass die breite Masse, eigentlich alle, die heute hier waren, Menschen sind, menschlich denken und ein großes Herz haben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das macht Spaß. Sehr, sehr stark. Es ist irgendwie eine Ehre, dass ich jetzt die allerletzten Worte habe. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ihr habt doch alles eigentlich schon gesagt. Schön ist, dass wir, egal woher jemand kommt, dass es keine Grenzen gab in diesem Chat. Es gab keinen Hate, es gab keinen Hass in irgendeine Richtung. Es gab keine Grenze, ob du Russe bist, ob du Ukrainer bist, ob du Palästinenser bist, ob du irgendwas ist. Krieg generell ist scheiße. Und es ist ein wirklich gutes Gefühl, dass wir sehen können, dass Menschen, die eigentlich nur Rapper sind, die teilweise in Schubladen gesteckt werden, in welche auch immer. Und Twitcher, egal. Dass wir heute hier sitzen können und uns in den Arm nehmen können und sagen, wir haben irgendwas Gutes gemacht. Wir alle zusammen, also wir sitzen nur vor der Kamera, ihr sitzt hinter dem Desktop. Es ist wunderschön. Lasst euch nicht von allen Medien, die ihr seht, blenden. Denkt mit dem Herzen, das ist das größte Auge und das wahrste Auge und das ist unser bestes Organ, was wir haben. Benutzt das, lasst uns mehr mit dem Herzen denken. Von mir viel Liebe, von uns allen viel Liebe. Es ist schön, Mensch, dass wir Brüder im Herzen. Danke, dass du da warst, Bruder. Danke, dass du da warst, Bruder.